Wir beschäftigen uns in diesem Video damit, wie Google die Suchergebnisse anordnet. Das bedeutet, es geht um das Ranking, also die Reihung der Suchergebnisse in eine Form einer Liste oder auch eine etwas komplexere Reihung. Wir werden uns vor allem mit der Liste beschäftigen und dazu möchte ich einmal rübergehen in Google und Ihnen eine Ergebnisliste mal zeigen. Wenn wir uns diese Liste hier anschauen, dann sehen wir, dass die Ergebnisse ja in eine bestimmte Reihenfolge gebracht wurden. Wenn ich hier hoch und runter gehe, sehen Sie, es ist irgendwie eine Liste. Und diese Liste impliziert ja, dass das, was oben steht, irgendwie interessanter ist als das, was unten steht. Und das ist das Grundprinzip von eigentlich allen Suchmaschinen oder allen Anordnungen von Suchergebnissen, um es noch allgemeiner zu sagen. Die Idee ist ja, dass diese Systeme die Ergebnisse ranken in der Form, dass wir das Wichtige vorne haben und das weniger Wichtige oder weniger Relevante weiter hinten. Die Idee ist dabei, dass das System in der Lage ist, dass es die Ergebnisse in eine Richtung oder in einer Weise anordnet, die der Weise entspricht, wie wir selber das tun würden. Und dadurch erspart uns das System einen Haufen Arbeit, weil wir brauchen eben nicht diese, in diesem Fall 26.000 Ergebnisse durchgehen, sondern wir beschränken uns auf die wichtigsten, also auf die oberen. Und die Hoffnung ist natürlich, dass tatsächlich das, was die Maschine macht, mit dem übereinstimmt, wie wir es so sehen. Schauen wir uns mal dieses Beispiel hier an. Die Suchanfrage ist Granularsynthese, meine Lieblingssuchanfrage. Unter Granularsynthese können sich die meisten Menschen nichts vorstellen, ist also für die meisten Leute sind unbeschriebene Blätter in dieser Hinsicht. Und deswegen ist es eine Suchanfrage, die sich gut eignet, wenn man zeigen möchte, was eigentlich ist, wenn man sich über ein neues Thema informieren möchte, zu dem man noch kein Vorwissen hat, noch einfach keine Ahnung hat. Und ich habe hier mal die dritte Ergebnisseite von Google aufgerufen, also nicht die erste. Und hier sehen Sie bestimmte Artikel. Und wahrscheinlich werden wir Schwierigkeiten haben, selbst jetzt für uns, allein auf der Basis dieser kurzen Trefferbeschreibung hier oder auch, wenn wir die Ergebnisse anklicken, festzustellen, welche Ergebnisse jetzt hier tatsächlich die besten sind oder welches Ergebnis sogar das Beste ist. Dabei soll uns also die Suchmaschine helfen, indem sie die Ergebnisse schon in eine Reihenfolge bringt. Und die große Frage ist, wie machen das diese Systeme? Also wenn Sie sich Google angucken, dann wird ja häufig irgendwie gesagt, wie das gemacht wird. Da gibt es einen Haufen Mythen, die verbreitet werden. Und wir schauen uns heute an, wie es tatsächlich ist, also wie das Ganze tatsächlich funktioniert. Ich möchte voranschicken, dass wenn Sie bei Google auf die Hilfeseiten schauen, da werden Sie sowas lesen wie, dass Google über 200 Faktoren in das Ranking einbezieht. Und das ist eine Zahl, die auf der einen Seite abschreckend hoch ist, auf der anderen Seite vielleicht auch sogar ein bisschen niedrig. Denn als Google diese Zahl veröffentlicht hat, hat Microsoft gekontert mit einer Pressemitteilung, wo sie gesagt haben, dass sie in ihrer Suchmaschine Bing über 1000 Faktoren einsetzen. Und die Frage, die daraus entsteht, ist, müssen wir alle diese 1000 oder 200 oder wie viel auch immer Faktoren kennen? Die Antwort ist nein. Sondern ich möchte Ihnen ein generelles Verständnis des Rankings zeigen und wir werden sehen, dass diese 200 oder 1000 oder wie viele Faktoren auch immer eigentlich überhaupt keine Rolle spielen. Der Grund dafür ist, dass man sehr kleinteilig messen kann und Sie könnten zum Beispiel sagen, eine Seite, die das Wort, nach dem gesucht wird, im ersten Abschnitt enthält, ist wichtiger als eine Seite, wo das Suchwort an einer anderen Stelle des Textes kommt. Dann können Sie sagen, ja, also wenn das Suchwort in der Hauptüberschrift kommt oder in der Zwischenüberschrift und so weiter. Und alles das können Sie als einzelne Signale definieren und damit sind Sie sehr schnell bei 200 oder bei 1000. Wichtig ist allerdings nicht diese einzelnen Mini-Faktoren sozusagen zu verstehen, sondern das große Ganze. Und das ist das, was ich Ihnen jetzt gerne in der Präsentation zeigen möchte. Das ist ein Modell, was ich mal erstellt habe. Da können Sie gut sehen, wie Suchsysteme generell Ranking machen. Also erstmal unabhängig von dem Thema Suchmaschinen oder unabhängig von Google. Und ich möchte Ihnen dann zeigen, wie das Ganze in Google aussieht. Also es ist ein Modell, was auch auf Google zutrifft und dann möchte ich es noch ein bisschen präzisieren.
Wir haben in allen Suchsystemen immer den Weg von einer Suchanfrage zu einem Ranking. Also es ist immer die Eingabe und dann kommt die Ausgabe. Und dazwischen steckt irgendwas, was das ganze Ranking ausmacht. Das ist hier dargestellt durch diesen ganzen mittleren Block. Das ist also die Ranking-Funktion. Und diese Ranking-Funktion muss basieren auf irgendeiner Form von Textstatistik. Textstatistik meint immer, wir gleichen ab, ob die Suchanfrage im Dokument vorkommt. Damit können wir schon sehr viel ausschließen. Also Sie können sich vorstellen, wenn Sie Ihren Datenbestand haben, den kompletten Datenbestand des Web beispielsweise, dann wird es wahrscheinlich sehr im Vergleich sehr wenige Dokumente geben, die einen bestimmten Suchbegriff enthalten. Die Zahl der Dokumente, die diesen Begriff nicht enthalten, wird weit größer sein. Also wir schränken schon mal damit ein, dass wir die Suchanfrage mit dem Dokumentenbestand abgrenzen und dann haben wir eine bestimmte Teilmenge von Dokumenten identifiziert. Textstatistik haben wir jetzt eigentlich noch nicht, sondern es war jetzt eine Auslese. Textstatistik heißt, wir können analysieren, ob beispielsweise ein Suchwort in der Überschrift vorkommt. Dann würden wir wahrscheinlich uns menschlich schon einig sein, dass dieses Dokument wichtiger ist, als wenn das Suchwort in einem 100-seitigen Text irgendwo auf der letzten Seite vorkommt. Wir können zählen, wie häufig Wörter vorkommen, wie gesagt, an welcher Position sie vorkommen und können daraus ein Modell bilden, was quasi ausrechnet, wie gut ein Text zu einer bestimmten Suchanfrage passt. Das Ganze hat einen großen Nachteil, wenn wir auf das Web schauen. Das Ganze ist unzuverlässig, sofern Sie nicht selbst Ihren Datenbestand unter voller Kontrolle haben. Was will ich damit sagen? Wenn Sie Ihren Datenbestand unter Kontrolle haben, dann erstellen Sie eine Datenbank, die vorher schon qualitätsgesichert ist. Typisches Beispiel ist so eine Pressedatenbank, alle Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da haben Sie vorher die Qualitätskontrolle. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung stehen Artikel von einer bestimmten Qualität, die vorher von Redakteuren geprüft wurde. Und Sie werden dann nicht das Problem haben, dass jemand einen Text schreibt und besonders häufig ein bestimmtes Wort reinschreibt, von dem er glaubt, dass die Leute es suchen, damit sein Artikel weit vorne steht. Im Web haben wir ganz genau das Gegenteil. Wir haben einen extremen Wettbewerb darum, Sichtbarkeit in Suchmaschinen zu erlangen. Das ist das ganze Thema Suchmaschinenoptimierung bis hin zu Suchmaschinen-Spam. Und jeder versucht quasi seinen Inhalt nach vorne zu bringen und damit könnte man, wenn eine Suchmaschine nur mit Textstatistik arbeiten würde, sie sehr leicht überlisten und das ist in der Vergangenheit auch geschehen. Und deshalb kommen alle diese Faktoren hinzu, die hier oben stehen. Und die stehen hier oben, weil sie alle darauf aufbauen, auf der Textstatistik. Also ohne Textstatistik geht's nicht, weil wir erstmal gucken müssen, dass die Dokumente irgendwie zur Suchanfrage passen. Also es ist nicht ausschließend, sondern die Textstatistik ist immer dabei und alle, die weiter oben stehen, kommen noch hinzu, müssen nicht alle dabei sein, können aber. Und im Fall von Google werden wir sehen, sind sie tatsächlich alle dabei. Gehen wir sie der Reihe nach durch. Was gemessen wird, ist die Popularität von bestimmten Dokumenten und das kann man auf zwei Weisen machen. Das eine ist, wir schauen uns die Linkstruktur im Web an. Das heißt, wir schauen, welche Dokumente auf andere Dokumente zeigen. Und die Idee ist, wenn Sie zum Beispiel einen Blogbeitrag schreiben und verlinken auf eine andere Seite, dann ist es quasi wie eine Stimme für diese Seite. Sie sagen, da ist was, was interessant ist, was man sich weiter angucken sollte. Kann positiv sein, kann auch negativ sein, aber Sie sagen zumindest, dass sich eine Auseinandersetzung mit diesem Inhalt in irgendeiner Weise lohnt. Und wenn man das jetzt zusammenzählt, alle Seiten, die auf einen bestimmten Inhalt verlinken, dann können Sie zählen. Es gibt Seiten, die von vielen verlinkt werden, es gibt Seiten, die von wenigen verlinkt werden, es gibt Seiten, die von niemandem verlinkt werden. Und daraus können Sie, wenn Sie bei der Textstatistik das gleiche Ergebnis bekommen, also Sie haben zwei Dokumente, die nach dieser Auswertung relevant fürs Thema sind, dann können Sie mittels der Linkpopularität messen, welches Dokument wohl das bessere ist und als erstes angezeigt werden soll. Das Problem bei dieser Art von Messung ist,
dass, wenn Sie einfach die Links zählen, das auch sehr leicht manipulierbar ist. Das bedeutet, Sie können automatisch Links generieren und ich kann Ihnen bis morgen eine Website erstellen, die 1 Million Links hat, die auf eine bestimmte Seite zeigen. Deshalb ist es bei den sogenannten linktopologischen Verfahren, also allen Verfahren, die diese Links einbeziehen, um die Qualität von Dokumenten zu messen. Bei diesen Verfahren ist es so, dass nicht jeder Link gleich viel zählt. Und das können wir intuitiv auch nachvollziehen, wenn Sie einen Blogbeitrag schreiben und ich verlinke von meiner privaten Website darauf und sage, da ist was Interessantes, dann ist es wahrscheinlich nicht so bedeutsam, wie wenn zum Beispiel Spiegel Online auf der Startseite auf Sie verlinkt. Also die Links haben unterschiedliche Gewichtungen und wichtige Seiten zählen mehr als unwichtige Seiten. Das ist das Prinzip, was hinter dem berühmten PageRank-Algorithmus steckt. PageRank ist der Gründungsalgorithmus sozusagen von Google. Der war erfunden, bevor es Google überhaupt gab und daraus wurde diese Firma gegründet. Die Idee ist also, aus der Verlinkungsstruktur des Web Maße über Qualität zu gewinnen. Und Qualität steht hier jetzt nicht im Schaubild, sondern steht Popularität, weil man versucht, Qualität über Popularität abzubilden. Eine zweite und sehr intuitive Möglichkeit, Popularität zu messen, ist, sich anzuschauen, was Nutzerinnen und Nutzer eigentlich anklicken in den Suchergebnisseiten, also welche Dokumente sie selbst auswählen. Und das ist in der Tat ein sehr guter Indikator, der auch genutzt wird. Allerdings muss man bedenken, dass natürlich Dokumente, die weiter oben in der Liste stehen, häufiger angeklickt werden können als Dokumente, die weiter unten in der Liste stehen. Auch das können wir intuitiv begründen. Denken Sie daran, wie Sie sich selbst verhalten. Sie werden in der Liste, wir hatten jetzt das Beispiel mit 26.000 Ergebnissen, die werden Sie nicht alle durchgucken. Und das heißt, die Ergebnisse, die nach den ersten 10, nach den ersten 20 stehen, die beziehen Sie gar nicht in Ihre Auswahl mit ein. Das heißt, die können gar nicht geklickt werden, weil Sie die gar nicht wahrnehmen. Dafür gibt es aber Maßnahmen, wie man das quasi rausrechnen kann. Und dadurch kann eben auch die Popularität gemessen durch Klicks ein interessanter Faktor sein. Also mit der Messung von Popularität über Links oder über Klicks haben wir so eine Art Abstimmung darüber, was die besten Dokumente sind. Dann haben wir das Thema Aktualität. Natürlich spielt es eine Rolle, ob es aktuelle Informationen gibt und ob zu einer Suchanfrage aktuelle Informationen ausgegeben werden sollen. Denken Sie an diese ganzen Anfragen, die Sie stellen, wenn Sie jetzt irgendwie etwas zu einem aktuellen Sachverhalt wissen wollen und es kommt lauter altes Zeug, dann werden Sie unzufrieden sein. Also Aktualität, wann ein Dokument erstellt wurde, wann es aktualisiert wurde, geht in das Ranking bei Google auch mit ein. Die dritte Gruppe oben ist die Lokalität. Da geht es darum, dass lokale Inhalte bevorzugt werden. Das können Sie leicht ausprobieren auf Ihrem Mobiltelefon. Geben Sie bei Google Pizza ein und Sie werden sehen, dass Ihnen Pizzalieferdienste in Hamburg empfohlen werden oder Restaurants in Hamburg empfohlen werden, vielleicht sogar direkt in Ihrer Nachbarschaft. Es ist natürlich sinnvoll, das genau so zu machen und Ihnen nicht irgendwelche Restaurants in München oder sonst wo zu empfehlen. Und das ist eben ein wichtiger Ranking-Faktor bei Google und auch bei anderen Suchmaschinen. Dann haben wir das Thema Personalisierung. Da geht es darum, dass die Ergebnisse nicht mehr für alle Nutzenden gleich sind oder für alle Nutzenden, die bestimmte Eigenschaften haben, wie es bei der Lokalität der Fall ist. Alle, die gerade in Hamburg also einen bestimmten Teil von Hamburg sind, bekommen die gleichen Ergebnisse, sondern bei der Personalisierung geht es darum, dass die Ergebnisse auf uns, auf einen einzelnen Nutzer individuell angepasst sind. Damit werden die Ergebnisse weniger nachvollziehbar, aber es ist möglich, die Qualität nochmal erheblich zu steigern. Die letzte Faktorengruppe ist so eine, wie soll man sagen, etwas besondere, weil sie eigentlich im Gegensatz zu den anderen mit unmittelbarer Relevanz nichts zu tun hat. Das sind die sogenannten technischen Ranking-Faktoren. Das ist ein Thema, was in späteren Semestern beim Thema Suchmaschinenoptimierung noch ausführlich kommen wird.
Technische Faktoren sind sowas wie, wie schnell lädt die Seite, auf der das Dokument ist, also wie schnell können Sie das Dokument erreichen, lässt sich das gut auf dem Mobiltelefon darstellen und solche Faktoren. Wie gesagt, das hat erstmal mit einer echten Relevanz nichts zu tun. Man hat aber gesehen, dass Nutzende, wenn das Dokument nicht schnell genug lädt, nicht bereit sind zu warten, sondern zurück auf die Trefferseite gehen, also das Dokument nicht anschauen. Und bei der Frage mit dem Mobiltelefon, wenn es da natürlich schlecht aussieht auf dem Mobiltelefon oder Sie können es nicht gut lesen, dann ist es auch nicht, wird es auch nicht verwendet. So, jetzt sind wir einmal die Faktoren durchgegangen und ich möchte Ihnen nochmal das gesamte Modell erklären. Also Sie haben die Textstatistik als Basis und alles, was darüber hinausgeht, sind Faktoren, die auf die Qualität der Dokumente schauen. Sie sehen, wenn Sie sehr große Treffermengen haben, Tausende oder vielleicht sogar Millionen von Treffern, dann ist es bitter nötig, nicht nur irgendwie Relevante rauszusuchen, sondern eben eine Qualitätsbewertung vorzunehmen. Qualität auf der Basis von Popularität, Aktualität kann ein Qualitätskriterium sein, die Nähe zu nutzenden Personen, also Lokalität, die individuelle Anpassung, Personalisierung und auch technische Faktoren. Und aus allen diesen entsteht dann das Ranking. Und jetzt kommt die Frage nach dem großen Geheimnis des Ranking. Man sagt immer, ja, Google, die Ranking-Formel ist so geheim wie die Formel von Coca-Cola oder sowas. Das ist wahr und falsch zugleich. Denn die genaue Formel kennen wir natürlich nicht, aber wir können es schon gut nachvollziehen. Und zwar, indem wir genau auf diese Faktorengruppen gucken. Die können wir noch weiter unterteilen. Das ist jetzt nicht unser Stoff im ersten Semester. Wir können die weiter unterteilen. Aber der Kern des Rankings und das eigentliche Geheimnis der Firmen wie Google oder auch Microsoft ist, wie sie diese Faktoren gewichten. Sie verwenden die gleichen Faktoren. Sie werden in allen diesen Suchmaschinen diese Faktorengruppen hier finden. Aber vielleicht legt die eine Suchmaschine mehr Wert auf Popularität, die andere mehr Wert auf Aktualität. Und gerade die beiden sind ja so ein bisschen konträr sozusagen. Also wenn Sie sich die Verlinkung im Web angucken, die wächst relativ langsam, wenn Sie ein neues Dokument haben und bevorzugt tendenziell alte Dokumente. Das ist natürlich ein Problem und das können Sie ausgleichen mit Lokalität. Also ist auch hier schon ein Gewichten zwischen den beiden und je nach Suchmaschine, je nach Gewichtung kann das Ergebnis sich sehr unterscheiden. Also nochmal, der Trick ist, die Gewichtung nicht unbedingt neue Faktoren zu erfinden. Google hat jetzt auch keine besseren Faktoren als andere Suchmaschinen, aber sie haben vielleicht in gewisser Weise einen Vorteil bei der Gewichtung. Darüber werden wir aber noch sprechen. Ich möchte Ihnen jetzt nicht das Gleiche nochmal erzählen, aber ich möchte Ihnen das Gleiche auf eine andere Weise erzählen. Denn das, was ich gerade gezeigt habe, ist auch ein schönes Modell, an dem man gut erklären kann, wie sich Suchmaschinen entwickelt haben im Laufe der Zeit. Und das ist jeweils mit großen Qualitätssprüngen verbunden. Wenn Sie sich die Zeit angucken vor 1998, die frühe Zeit des Web, alles sehr abenteuerlich und Suchmaschinen waren alle wahnsinnig schlecht. Diese Suchmaschinen haben eben sich auf die Textstatistik verlassen. Das ist das, was klassisch im Information Retrieval, also in der Informationswiedergewinnung verwendet wird, wenn Sie Systeme haben mit zuverlässigen Datenbeständen, Stichwort Pressedatenbanken oder alle anderen Datenbanken, die von Profis erstellt werden, wo Sie ein relativ beschränktes Set von Dokumenten haben. Da können Sie mit Textstatistik arbeiten und man hat aber im Web gesehen, es funktioniert halt überhaupt nicht, denn Sie können im Prinzip, wenn Sie ein Dokument nach oben bringen wollen, das einfach so manipulieren, dass ein Suchbegriff besonders häufig in dem Dokument vorkommt. Schreiben Sie 100 Mal Apfelkuchen in Ihr Dokument, dann werden Sie für Apfelkuchen gefunden. Das ist natürlich nicht gut für die Qualität und tatsächlich gibt es zahlreiche Beispiele dafür, wie wirklich schlechte Dokumente damals von den Suchmaschinen weit vorne gerankt wurden.
Dann haben wir das Thema Popularität, was im Prinzip begonnen hat, nicht ganz, aber ungefähr begonnen hat mit Googles PageRank-Algorithmus und dem Start von Google im Jahr 1998. Die haben es geschafft, die Qualität wesentlich zu verbessern, dadurch, dass sie eben Link-Popularität gemessen haben, also die Verlinkung im Web, und daraus ein Modell gebaut haben, was Qualität von Webseiten messen soll. Und der zweite Punkt ist dann, was ein bisschen später kam, die Klickpopularität, also so ein Nutzungsmodell, was häufig angeklickt wird, ist wohl besser als das, was nie angeklickt wird. 2001 gab es dann einen starken Einschnitt, man hat es mit der Popularität gemacht, und ich hatte schon gesagt, Popularität, vor allem wenn man es über die Links misst, braucht Zeit und bevorzugt alte Dokumente. Und 2001, Terroranschläge in New York am 11. September, war quasi der Wendepunkt auch für Suchmaschinen, und zwar in Bezug auf Aktualität. Denn was haben die Nutzenden gemacht nach dem 11. September? Sie haben nach aktuellen Informationen in Suchmaschinen gesucht. Und was haben sie gefunden? Lauter altes Zeug. Also typische Suchanfrage World Trade Center. Haben sie die Homepage vom World Trade Center, was ja dann schon nicht mehr existiert hat, gefunden. Aber was gefragt war, waren aktuelle Nachrichten. Das Ganze ging so weit, dass Google auf seiner Startseite damals von Hand Links eingesetzt hat auf Nachrichtenseiten, weil sie schlicht keine neuen Dokumente anzeigen konnten, weil ihr Algorithmus das nicht mitgemacht hat. Die Konsequenz daraus war auf der einen Seite, dass Nachrichtensuchmaschinen spezielle gegründet wurden, also sowas wie Google News, was Sie heute auch noch sehen und heute in Google normal eingebunden ist. Aber es hat eben auch dazu geführt, dass im Ranking stärker auf Aktualität geachtet wurde und das ein weiterer dominierender Faktor geworden ist. Ab etwa 2004 ist das Thema Lokalität dazugekommen und ist natürlich speziell mit dem Aufkommen von Smartphones, dass jeder jetzt sein Phone über GPS-Daten lokalisiert hat und man die Ergebnisse entsprechend anpassen kann, ist das viel wichtiger geworden. Also 2004 ging es los und es ist dann später noch deutlich wichtiger geworden. Und dann haben wir ab etwa 2009 das Thema Personalisierung. Wir möchten also die Ergebnisse auf einen individuellen Nutzer anpassen. Und das wird möglich, indem Nutzerprofile angelegt werden. Also wenn Sie mit Ihrem Google-Account eingeloggt sind, wird protokolliert, welche Suchanfragen Sie stellen, welche Ergebnisse Sie angucken, welche anderen Dinge Sie im Web angucken und so weiter. Also Sie haben da werden umfassende Daten gesammelt und daraus sollen Ihnen die Ergebnisse besser gemacht werden. Ein bisschen außerhalb von dieser Zeitleiste stehen die technischen Ranking-Faktoren. Da hatte ich schon drüber gesprochen. Die sind kein inhaltliches Kriterium, sondern beziehen sich auf technische Eigenschaften von den Websites bzw. den Webservern, auf denen diese Websites liegen, und gehen dann eben auch mit ein. So, damit haben Sie vielleicht nochmal eine ganz gute Einordnung, wie das Ganze eben sich in der Geschichte der Suchmaschinen entwickelt hat, warum es diese Faktoren sind. Wir werden uns, wenn wir über das Ranking von Suchmaschinen sprechen, immer auf dieses Modell beziehen. Damit können Sie also aus dem Zusammenspiel der Faktoren erklären, wie Google die Suchergebnisse rankt. Das sind die Faktoren, die drinstecken. Wie gesagt, was wir nicht wissen, ist, wie diese Faktoren gewichtet sind. Im Kontext der Veranstaltung hier, wo wir uns ja mit der Recherche nach Informationen und der Qualitätssicherung beschäftigen, werden wir das Thema Ranking nicht mehr in größerer Ausführlichkeit behandeln. Ich wollte Ihnen hier einen Einblick geben, wie das Ganze bei Google funktioniert. In weiteren Veranstaltungen, das ist im Studiengang speziell diese Veranstaltung Suchmaschinenoptimierung, aber auch verschiedene Veranstaltungen im Profilbereich Search and User Experience, wird uns das Ganze noch ausführlicher beschäftigen. Wenn Sie also mehr dazu wissen wollen, dann muss ich Sie ein bisschen vertrösten, ein paar Semester. Aber Sie können also auch diese Inhalte im Studium noch vertiefen.